mit dem Spiel Cyborg, wenn wir das Bewusstsein schaffen für körperliche Einschränkungen. Dabei geht es aber nicht darum, eine konkrete Form von Behinderung zu imitieren, sondern schlicht und einfach ein Erlebnis zu schaffen, wie es ist, in einem anderen Körper alle Bewegungen verbunden neu zu lernen. Ein Borg ist beispielsweise die Kreatur hier. Sie hat 8 Schultergelenke, 22 Kniegelenke und ein horizontales Rückgrat. All meine Bewegungen als Spieler werden direkt auf den Borg übertragen. Wenn ich meine Arme auf- und abschwenke, macht das auch der Borg mit dem, was für ihn seine Arme sind. Das Ziel dieses Spiels ist, sich in einen anderen Körper hineinzufühlen und zu entdecken, wie es ist, wenn man sämtliche Bewegungsabläufe neu muss lernen muss. Damn, if I can do both legs, that'd be pretty sweet. But I don't think I can.